Willkommen zu Makro, liebe Zuschauer. Tja, München hält den Atem an, weshalb unsere Sendung heute später beginnt als geplant. Über die dramatischen Geschehnisse werden Sie meine Kollegen in der ZIP 2 weiter auf dem Laufenden halten. Denn wir wollen heute in unserem Wirtschaftsmagazin Makro auf die USA schauen in der kommenden halben Stunde. Liebe Zuschauer, auf ein Land, in dem nun ein Mann Präsident werden will, der einen Keil treibt zwischen Menschen verschiedener Hautfarben und verschiedener Einkommensklassen. Und das tut er ausgerechnet zu einer Zeit, in der ohnehin die Wut regiert. Schwarze gegen Weiße und Weiße gegen Schwarze. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist gespalten wie nie zuvor. Geringverdiener gegen Wohlhabende, Einheimische gegen Zuwanderer. Und nun also Donald Trump. Nadja Kaltwasser über den frisch gekürten Präsidentschaftskandidaten. Freunde, Delegierte und Amerikaner, demütig und dankbar akzeptiere ich Ihre Nominierung für die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten. Jetzt ist er es also, der Kandidat der Republikaner. Wie es so weit kommen konnte, ist bis heute für viele unbegreiflich. Der Parteitag hatte noch einmal den Widerstand in den eigenen Reihen verdeutlicht. Die Mehrheit der Delegierten aber will den politischen Newcomer Trump. Bei seinem Durchmarsch nach oben hat einst Donald Trump ganz offensichtlich geholfen. Die Amerikaner meinen ihn gut zu kennen und das schon seit langem, seit Generationen gewissermaßen. Bereits in den 80er und 90er Jahren verkörperte der Bau- und Partylöwe Attribute, die in Amerika einen hohen Stellenwert haben. Der Millionenerbe gilt als Macher, als Gewinner, ganz oben angekommen in der Welt des großen Immobiliengeschäfts. Das beeindruckt viele, heute wie damals. So einer wie er, das ist unser Adel. Er ist reich, er kann all das, was wir gerne täten, das ist doch aufregend. Ist doch besser, als sich jeden Tag zur Arbeit zu schleppen, wie wir. Die Tatsache, dass Trump gar nicht der ewige Gewinner ist, scheint dabei kaum eine Rolle zu spielen. Fehlinvestitionen in Spielcasinos und Hotels in Atlantic City führten ihn zu Beginn der 90er beinahe in den Bankrott. Etliche seiner Unternehmen wurden eben kein Erfolg. Trump Shuttle zum Beispiel, eine Luxusfluglinie. Gegen die Trump University klagen unter anderem Teilnehmer und der Generalstaatsanwalt von New York. It is powerful. Der Vorwurf: Betrug. Trotzdem gilt der Milliardär, bei dem darüber gestritten wird, wie hoch sein Vermögen nun wirklich ist, vielen als ausgewiesener Experte in Wirtschaftsfragen. Und für die US-Wirtschaft hat er klare Vorstellungen. Raus aus den globalisierten Strukturen, weg von Freihandel und Freizügigkeit. Wir können China nicht weiter erlauben, unser Land zu vergewaltigen und auszurauben. Das ist der größte Diebstahl in der Weltgeschichte. Viele Leute kriegen keine Jobs. Sie kriegen keine Jobs, weil da keine Jobs sind. Weil China unsere Jobs hat und Mexiko hat unsere Jobs. Sie alle haben unsere Jobs. Seine Haltung bringt ihn an die Seite der Verlierer der Globalisierung. Und er stilisiert sich gerne zum Ankläger vermeintlich manipulativer Politeliten, die das Volk im Stich gelassen haben sollen. Ich werde euer Vorkämpfer sein. Ich werde Amerikas Vorkämpfer sein. Weil bei dieser Wahl geht es nicht um Republikaner oder Demokraten. Es geht darum, wer das Land regiert. Die politischen Lobbyisten oder das Volk. Und ich meine das amerikanische Volk. Er suggeriert besonders der vom Abstieg bedrohten weißen Mittelschicht, dass er ihr den amerikanischen Traum zurückholt. Wer mit ihm ist, kann wieder zu den Gewinnern gehören. Einen weniger volkstümlich eingestellten Donald Trump beschreibt sein Biograf Michael D'Antonio. Donald Trump glaubt, dass er genetisch überlegen ist. Er hat das oft gesagt, mir auch erzählt. Führungskraft sei angeboren, Talent sei genetisch bedingt. Sein Sohn hat mir gesagt, seine Familie glaube an die Rentfertheorie menschlicher Entwicklung. Sie glauben, dass wenn du eine hervorragende Frau mit einem herausragenden Mann kreuzt, dass daraus dann Superkinder geboren werden.
Vielleicht gründet die Beziehung zwischen Trump und seinen Anhängern letztlich auf einigen Missverständnissen. Die allerdings könnten weitreichende Folgen haben. Lassen wir mal für ein paar Minuten Donald Trump zur Seite treten und nehmen an, Hillary Clinton würde US-Präsidentin. Das hieße im Klartext, dass sich über mehr als drei Jahrzehnte zwei Familien die Macht im Staate teilen, nämlich Vater und Sohn Bush, sowie das Ehepaar Clinton, nur mit einer Unterbrechung der Amtszeit von Barack Obama. Ist das wirklich im Sinne einer Demokratie? Kein Wunder, dass viele Amerikaner eine solche Präsidentschaftskandidatin für vollkommen abgehoben halten. Johannes Hanow über Hillary Clinton. Auch wenn die Bilder eine andere Sprache sprechen, sie ist neben Donald Trump die unbeliebteste Kandidatin für das Weiße Haus, die es jemals gegeben hat. In den letzten Umfragen gleichauf mit dem polternden rechtspopulistischen Immobilienmogul aus New York. Sie ist für knapp die Hälfte aller Amerikaner das Symbol für das, was schiefläuft in den USA. Symbol für ein korruptes politisches Establishment, das die Bürger aus den Augen verloren hat. Eine Stimmung, die Donald Trump ausnutzt, die er anheizt und weiter ausbaut. Die andere Kandidatin, die im Rennen ist, hat ihr ganzes Leben darauf verwendet, Geld für Interessengruppen zu verdienen. Und ich sage euch, sie hat viel Geld für die verdient und hat sich dabei sehr viel Geld in die eigenen Taschen gesteckt. Hillary Clinton hat die Politik des persönlichen Profits und sogar des Diebstahls perfektioniert. Sie hat das Außenministerium wie ihren eigenen Hedgefonds geführt, mit Gefälligkeiten für Unterdrückerstaaten und vielen, vielen anderen, im Austausch für Cash. So einfach ist das. In exchange for cash, pure and simple, folks, pure and simple. Seit mehr als vier Jahrzehnten sind Hillary und ihr Mann Bill im politischen Geschäft. Und es gab immer nur ein Ziel für beide, ganz nach oben, ins Weiße Haus. Wer dabei hin will, braucht Geld, viel Geld. Denn Wahlkämpfe werden in den USA fast ausschließlich privat finanziert. Und im Geldsammeln sind die Clintons eine Liga für sich. Tom Hamburger ist Journalist bei der Washington Post. Er und sein Team sind der Spur des Clinton-Geldes nachgegangen. Sie haben Geld gesammelt für ihre Wahlkämpfe, ihre persönlichen Anliegen und für sich ganz persönlich. In einem Ausmaß, das wir in der amerikanischen Geschichte in einer westlichen Demokratie überhaupt noch nie gesehen haben. In ihrem politischen Leben haben sie bis heute mehr als 3 Milliarden Dollar eingesammelt. Von Freunden und Leuten, die politische Interessen haben. Sie sind ein politisches, aber auch ein Fundraising-Team, wie es kein zweites gibt. $3 Milliarden. 1 Milliarde fließt direkt in die Wahlkämpfe der beiden, 2 Milliarden in die von ihnen gegründete Clinton-Stiftung. Angefangen hatte alles Anfang der 70er Jahre. Bill kandidiert für einen Sitz im US-Repräsentantenhaus, unterstützt von den Gewerkschaften. Er verliert, aber die Clintons werden um eine Erfahrung reicher. Es ist ein einzigartiger politischer Instinkt. Bill Clinton hat aus dem verlorenen Wahlkampf in Arkansas gelernt, dass er nicht nur die Gewerkschaften, sondern auch die Business-Community auf seiner Seite haben muss, wenn er gewinnen will. Er musste eine Strategie entwickeln, Spenden von beiden Seiten zu bekommen. Und es funktioniert. Niemand spinnt ein größeres und einflussreicheres Spendennetzwerk als die Clintons. Bill Clinton wird erst Gouverneur von Arkansas und schließlich Präsident. Das Netzwerk reicht von Hollywood bis an die Wall Street, von den großen Gewerkschaften über Stars der Filmindustrie, Unternehmern und Hedgefondsmanagern wie Haim Saban oder George Soros. Besonders intensiv entwickeln sich die Verbindungen mit der New Yorker Finanzindustrie. Er entwickelt enge Beziehungen zur Wall Street, wird der demokratische Präsident mit den engsten Beziehungen zur Wall Street in unserer Geschichte. Er wird dort von Bob Rubin unterstützt, dem späteren Chef der Citibank, einer der größten Banken in den USA. Rubin wird sein Wirtschaftsberater und Finanzminister und spielt eine wichtige Rolle bei der Formulierung der Wirtschaftspolitik der USA. Economic advisor, Treasury Secretary, played a very important role in setting economic policy in the United States. Als Hillary im Jahr 2000 in New York für einen Sitz im US-Senat kandidiert, zählt Wall Street zu ihren größten Spendern. Kaum gewählt, unterstützt sie eine Gesetzesinitiative, die Verbraucherrechte schwächt und die der Finanzindustrie stärkt. Ein Gesetz, das sie zuvor noch abgelehnt hatte. Ihre engen Beziehungen zum Spendennetzwerk rufen immer größeres Misstrauen hervor.
was sich noch verstärkt, als sie schließlich Außenministerin wird. Beide Clintons haben diese milliardenschwere Stiftung, von der Hillary ein Teil bleibt, als sie Außenministerin wird, während ihr Mann das Geld hereinholt. 20% der Spender kommen aus dem Ausland, darunter Scheiche aus dem Mittleren Osten, Öl- und Baufirmen aus Asien und Zentralasien und der ehemaligen Sowjetunion. Und sie spenden an die Stiftung der Frau, die zuständig ist für unsere Außenpolitik. Secretary of State of the United States was associated, the person in charge of our foreign policy. Ladies and gentlemen, I'm very happy to introduce Hillary Rodham Clinton. Nach ihrem Ausscheiden aus dem Außenministerium bessert sie ihr Einkommen mit Reden bei Unternehmen und Banken auf, wie hier bei Goldman Sachs. Mehrere hunderttausend Dollar kassiert sie pro Rede. Und nebenbei baut sie ihr Spendennetzwerk auf eine Weise aus, die alles Dagewesene in den Schatten stellt. Über die Jahre haben die Clintons bis jetzt 1 Milliarde an Spenden für ihre Wahlkämpfe eingeworben, wohl gesagt über Jahrzehnte. Aber jetzt werden Hillary und ihre Wahlkampforganisationen alleine für diesen Wahlkampf 1 Milliarde Dollar an Spenden einnehmen. 1 Milliarde Dollar, um Präsidentin zu werden. Sie sei die korrupteste Politikerin aller Zeiten, sagt Donald Trump über Hillary Clinton. Aber auch er wird wohl 1 Milliarde ausgeben. Auch die Republikaner haben ein Spendennetzwerk aufgebaut, hinter dem mächtige Interessengruppen und Milliardäre stehen. Und man muss schon sehr naiv sein, um zu glauben, dass so viel Geld für nichts fließt. Auf beiden Seiten. Die USA sind eines der reichsten Länder der Welt. Und da ist es wohl auch nicht weiter verwunderlich, dass es den Amerikanern auf den ersten Blick gar nicht schlecht geht. 2015 wuchs die Wirtschaft um knapp 2,5%. Auch die Arbeitslosigkeit ist moderat bei knapp 5%. Und dennoch bestimmen Existenzängste die Stimmung der Wähler. Wie das zusammenpasst, darüber sprechen wir später noch hier im Interview. Zunächst ein Blick auf die unterschiedlichen Wirtschaftskonzepte der beiden Präsidentschaftskandidaten. Zahlen und Fakten in unserem Makroskop von Sabine Meyerhöfer. Ein guter Job. Ausreichend Geld und soziale Sicherheit. Für die Menschen in den USA sind das die Hauptthemen im Wahlkampf. Hillary Clinton weiß das und setzt sich für Geringverdiener ein. Sie plädiert für eine Verdopplung des Mindestlohns und eine höhere Besteuerung der Reichen. Wer über 5 Millionen Dollar im Jahr verdient, soll zusätzlich 4% abgeben. Mehreinnahmen von 150 Milliarden Dollar sollen so pro Jahr in die Staatskasse fließen. Außerdem will die ehemalige First Lady Steuerschlupflöcher schließen. Auch Gegenkandidat Donald Trump fordert, dass Wall Street und Großkonzerne genauso ihren Anteil an Steuern zahlen wie kleine Unternehmen. Allerdings würden die Superreichen unter seiner Regierung noch weniger Steuern zahlen. Den Spitzensteuersatz will Trump von knapp 40 auf 25% senken. Die Unternehmenssteuer soll von 35 auf 15% gesenkt werden. Und wer weniger als 25.000 Dollar Einkommen hat, soll gar keine Steuern mehr zahlen. Wirtschaftlich steht Amerika nach Barack Obamas Amtszeit gut da. Die Arbeitslosenquote hat sich nahezu halbiert. Doch die privaten Haushalte haben weniger Geld als vor der Rezession. Die Löhne steigen kaum. Viele müssen sich mit mehreren Jobs ihren Lebensunterhalt verdienen. Hillary Clinton will Arbeitsplätze schaffen, indem sie in Bauwirtschaft, erneuerbare Energien und Forschung investiert. Und sie will kleine Unternehmen, das Rückgrat des Arbeitsmarktes, unterstützen. Donald Trump hat vor, die Jobs im Land zu retten, indem er Einfuhren aus dem Ausland mit höheren Zöllen belegt und Unternehmen zur Kasse bittet, die ihre Arbeitsplätze ins Ausland verlagern. Generell lehnt Trump den Freihandel ab. Auch Hillary Clinton ist gegen Handelsabkommen, die amerikanischen Arbeitnehmern schaden. Zu TTIP äußert sie sich zunehmend kritisch. Ja, ausgerechnet das freiste Land der Welt macht Schluss mit dem Freihandel. Die USA im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen, darüber spreche ich jetzt mit meinem Studiogast, mit dem Wirtschaftswissenschaftler Professor Matthias Pfiffker von der Uni Erlangen-Nürnberg. Schönen guten Abend, Herr Pfiffker. Guten Abend. Tja, welche Chancen hat denn TTIP in den USA eigentlich noch? Ja, die Chancen werden von Tag zu Tag geringer, weil sich auch die Verhandlungen noch sehr lange hinziehen werden. Wir hatten ja jetzt gerade die 14. Verhandlungsrunde und da wurde deutlich, dass man bei vielen Themen, also Amerikaner und Europäer, noch nicht zu einer Einigung kommt.
Von daher ist auch die Vorstellung, in diesem Jahr noch ein unterschriftsreifes Abkommen auf den Tisch zu legen, illusorisch. Das heißt, in der Amtszeit Obamas wird es ein solches Abkommen nicht mehr geben. Und dann wird Hillary Clinton oder Donald Trump Präsident. Und beide haben sich ja schon sehr stark gegen TTIP ausgesprochen. Also von daher stehen die Chancen schlecht. Aber seit jeher stehen die USA für freien Handel, freie Märkte. Warum bekommt da der Freihandel so einen Gegenwind? Also da ist ja auch bei beiden erstaunlicherweise das Argument das gleiche. Sowohl Hillary Clinton als auch Donald Trump sagen, wir sehen keinen Profit für die USA aus den Freihandelsabkommen, die im Raum stehen, die man geschlossen hat. Man sieht die USA eher als Verlierer an. Das ist auch das klassisch populistische Motiv zu sagen, da wandern Arbeitsplätze ins Ausland, da bleibt nichts hängen für die USA. Und da vermischen sich dann natürlich auch Globalisierungsängste mit diesen Szenarien. Und deshalb lehnt man Freihandel ab. Sie sagen in einem Vorab-Interview für Macro Online, Trump setze auf eine isolationistische Wirtschaftspolitik. Das heißt im Klartext, dieses ganze Getöse von wir machen die Grenzen dicht, ist nicht nur Wahlkampfpropaganda? Nein, ich denke, bei ihm schwingt schon auch ein gutes Stück Überzeugung mit, dass die USA besser fahren, wenn man sich auf sich selbst konzentriert. Ob das realistisch ist, das muss man natürlich stark hinterfragen. Also sich in einer globalisierten Welt abkoppeln zu wollen vom wirtschaftlichen Netzwerk, vom wirtschaftlichen Kreislauf, das ist eher utopisch. Wie das genau aussehen soll, dieses America First, diese Selbstfokussierung, weiß natürlich auch niemand. Es ist viel Wahlkampfrhetorik dabei, aber sicherlich auch ein bisschen Überzeugung. Wenn es denn so kommt, America First, und es wird isolationistischer, was heißt denn das für uns Europäer? Ich glaube, wir haben nicht allzu viel zu befürchten, weil sich das, ich sag mal, realwirtschaftlich gar nicht so durchsetzen lässt oder niederschlagen wird. Wenn wir mal zurückgucken ins Jahr 2003, da waren die politischen Beziehungen unheimlich gestört, aber die wirtschaftlichen Beziehungen liefen nach wie vor sehr gut. Und ich glaube, das wird auch hier wieder der Fall sein. Das heißt, da das Rad irgendwie zurückdrehen zu wollen, wie sich das Trump auch vorstellt oder wie das zumindest artikuliert, ist gar nicht möglich. Sie haben lange in den USA gelebt. Das Wirtschaftssystem dort ist einer Ihrer Forschungsschwerpunkte. Also Sie kennen das Land sehr, sehr gut. Daher meine Frage, die USA sind ja wirklich der Inbegriff der Political Correctness. Was da ja nun läuft in den USA, die Kandidaten bewerfen sich gegenseitig mit Dreck, mit verbalem Dreck. Es ist ja wirklich eine Verrohung der politischen Kultur. Woher kommt das? Also es ist etwas, was man schon seit einigen Jahren beobachten kann, dass es sehr hässlich wird in der politischen Auseinandersetzung. Und ich denke, es ist auch Ausdruck dieser tiefen Spaltung des Landes, dieser tiefen ideologischen Spaltung, dass Demokraten und Republikaner nicht mehr miteinander sprechen. Auch im Alltag lässt sich das beobachten. Da sprechen Nachbarn nicht mehr miteinander, weil sie mit anderen Parteien sympathisieren. Und das tut den USA nicht gut, auch weil das politische System auf Verständigung angelegt ist. Das heißt, es ist eigentlich traditionell immer so gewesen, dass Republikaner und Demokraten Kompromisse gefunden haben und auch Kompromissbereitschaft mitgebracht haben. Und das sehen wir nicht mehr. Deshalb gibt es auch politischen Stillstand. Die Spaltung des Landes, ein wichtiges Thema. Da sprechen wir gleich im zweiten Teil unseres Interviews drüber. Schönen Dank fürs Erste, Matthias Fifka. Noch vor kurzem wäre in den USA offener Rassismus durch einen Spitzenpolitiker völlig undenkbar gewesen. Heute erleben wir Donald Trump, wie er eine Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen will. Von dort kommen jährlich Hunderttausende, um in den USA ihr Glück zu versuchen. Da viele von ihnen illegal einreisen, ist ein Besuch in der Heimat kaum möglich für sie. Denn die Gefahr ist zu groß, dass sie an der Grenze geschnappt werden. Wenn diese Menschen ihre Angehörigen wiedersehen wollen, müssen sie die Reise zu einem wirklich gespenstischen Ort in Kauf nehmen. Einen Ort, den Sandra Razzo besucht hat. Jeden Samstag pünktlich um 10. Besuchszeit im Niemandsland zwischen den USA und Mexiko. Friendship Park heißt der Ort, Freundschaftspark. Die Berührungen der Fingerspitzen müssen Umarmungen und Küsse ersetzen. Alright. Viele hier können sich nicht frei über die Grenze bewegen. Manche sind illegal, manche geduldet, aber ohne Reiseerlaubnis. Und die mexikanische Familie auf der anderen Seite bekommt kein Visum. Es ist streng verboten, etwas durch den Zaun zu stecken, eigentlich.
Aber der Kuss von Tochter und Enkelin findet mit dem Stoffband seinen Weg auf die mexikanische Seite. Kleine Momente des Glücks. Guadalupe und Juana haben ihren Vater 8 Jahre lang nicht gesehen. Wir verstehen, dass es diese Einwanderungsregeln gibt, aber für manche Familien ist das einfach nicht fair. Was meinen Sie damit? Schauen Sie uns an. Wir haben studiert, arbeiten hier, haben uns nie etwas zu Schulden kommen lassen. Wir sollten das Recht haben, vielleicht nicht das Recht, aber es muss doch eine bessere Lösung geben als das hier. I think we could do better. 15 Meter breit ist die Besucherzone im Freundschaftspark. Von der mexikanischen Seite aus spricht Maria durch den Zaun mit ihrem ungeborenen Enkelkind. Zur Hochzeit von Schwiegertochter und Sohn war sie per Skype zugeschaltet. Sie versuchen, Kontakt zu halten, so gut es eben geht, und kämpfen um ein Visum. Ich wünsche mir nur, so schnell wie möglich wieder bei Ihnen zu sein, denn Sie sind meine Familie. Ich bin hier ganz allein. Meine Abschiebung ist jetzt 5 Jahre her. Gemeinsame Gebete durch den Zaun. Zusammen mit anderen Menschenrechtsaktivisten kämpft Pastor John Fennesteel dafür, dass diese Treffen am Zaun möglich bleiben. Amen. Die große Gewerkschaft der Grenzpolizisten hat sich offiziell hinter Donald Trumps Mauerpläne gestellt. Interviews dürfen die Beamten nicht geben. Aber abseits der Kamera sagt uns einer, der Zaun erfülle seinen Zweck. Es mag sein, dass dieser Zaun an dieser Stelle hier sehr effektiv die Einwanderung begrenzt, aber er ändert doch nichts am Großen und Ganzen. Ein Monument der Arroganz und Ignoranz. Ein paar Leute fühlen sich damit vielleicht besser, weil es ein Symbol für Kontrolle ist. Aber das ist doch keine realistische, nachhaltige Lösung. Zeit, Abschied zu nehmen. Der Freundschaftspark schließt pünktlich um 14 Uhr. Ein Ort, der Familien zusammenführt und wieder trennt. Tja, die Nation der Einwanderer schottet sich ab. Und damit willkommen zurück, Matthias Fifka. Trump hat ja in seiner Rede vor dem Parteitag noch mal Härte in der Einwanderungspolitik angekündigt. Spielt er Menschen unterschiedlicher Hautfarben gerade in der Angst um ihren Arbeitsplatz gegeneinander aus? Ja, das tut er. Also er spielt natürlich vor allem mit den Ängsten der weißen Bevölkerung, Ängsten vor einer Überfremdung. Er hat ja auch ganz klar gesagt, die illegalen Einwanderer bringen Kriminalität ins Land, sie bringen Drogen ins Land, sie nehmen euch die Arbeitsplätze weg. Das ist kaum zu belegen, aber in der gegenwärtigen Situation ziehen natürlich solche Szenarien, die er da ausmalt. Die USA sind ja weiter ein reiches Land. Das haben wir ja in unserer Sendung angesprochen, auch Zahlen dazu gesehen. Und dennoch haben die Amerikaner ja massive Existenzängste. Wie passt das alles zusammen? Nun, das passt sehr gut zusammen, denn der wirtschaftliche Aufschwung, der ja auch im Film angesprochen wurde, kommt eben bei vielen Amerikanern nicht an. Er kommt vor allem nicht bei der sogenannten Working Class an, also diejenigen, die eher handwerkliche, manuelle Arbeit ausführen. Da stagniert das Realeinkommen. Seit vielen Jahren. Menschen müssen 2, 3 Jobs gleichzeitig machen, um über die Runden zu kommen. Also der Wohlstand bleibt gerade bei dieser Bevölkerungsschicht nicht hängen. Und auch die Mittelschicht sieht sich eben zunehmend vom wirtschaftlichen Abstieg bedroht. Von daher fallen dort solche Befürchtungen dann auch auf fruchtbaren Boden. Trump antwortet auf diese Ängste mit America First. Vielleicht, da haben wir im ersten Interview drüber gesprochen, vielleicht sprechen wir noch mal über Hillary Clinton. Was meinen Sie, welchen Kurs wird die ansteuern, wenn sie Präsidentin wird? Also sie hat sich jetzt im Vorwahlkampf natürlich schon in gewisser Weise auch ein wenig an Donald Trump angenähert, auch sehr stark auf die Working Class sich eingeschossen, gesagt, dem einfachen Mann muss es wieder besser gehen, dafür möchte sie Sorge tragen. Bei ihr ist das natürlich nicht so glaubhaft, weil sie als eine Kandidatin des Establishment wahrgenommen wird, auf das die Amerikaner so böse sind. Sie haben angesprochen, viele
Amerikaner fühlen sich abgehängt von der Wirtschaftspolitik, haben den Eindruck, sie kommen auf keinen grünen Zweig. Ja. Warum ist das heute ein Thema? Amerika war schon immer das Land der Gegensätze. Ja. Arm und Reich gab es schon immer. Warum empfinden die Leute das heute anders? Es wurde ja sehr lange in den USA akzeptiert, dieser Gegensatz zwischen Arm und Reich. Es geht sogar noch darüber hinaus, es ist eigentlich ein integraler Bestandteil des American Dream, dass man auf die geguckt hat, die reich und wohlhabend waren und gesagt hat, die haben es geschafft, mit harter Arbeit sich diesen Wohlstand zu erarbeiten. Von daher war das auch immer ein fester Bestandteil der amerikanischen Kultur. Und heute sieht man aber diese Möglichkeit, mit harter Arbeit einen Wohlstand zu erreichen. Diese Möglichkeit sieht man nicht mehr. Also hinterfragt man jetzt auch das System. Amerika ist gespalten, das haben Sie angesprochen. Aber wo könnte ein Lösungsansatz sein? Was bringt das Land wieder zusammen? Also das ist ganz schwer und es ist ein langfristiger Prozess, weil es eben viele Bereiche gibt, wo wir wirklich einen großen gesellschaftlichen Umbruch haben, den die USA verarbeiten müssen. Das heißt, klassische konservative Werte treten mehr und mehr in den Hintergrund. Wir haben Verschiebungen, starke in der Bevölkerungszusammensetzung. Die Weißen werden sehr bald nicht mehr die Mehrheit der Bevölkerung stellen. Also das ist einfach ein Transformationsprozess, den wir hier haben, der momentan auch zum Ausdruck kommt. Und dann wird sich zeigen, ob die Kraft der amerikanischen Gesellschaft, diese Kohäsionskraft, stark genug ist, um das wieder zusammenzuführen. Aber ich glaube, diese Spaltung, die wir sehen, sehen wir noch auf Jahre hinaus. Wir haben über Clinton gesprochen, über Trump. Noch ein Wort zu Barack Obama. Wie sieht Ihre Bilanz seiner Regierungszeit aus? Gemischt. Also er war sicherlich nicht der Heilsbringer, den wir vor allem in Europa uns erhofft haben, was aber auch unrealistisch war. In einigen Bereichen war er erfolgreich. Die Gesundheitsreform, das wird sein politisches Erbe bleiben. Damit hat er sich sozusagen in die Geschichtsbücher geschrieben. Es ist aber auch vieles nicht erreicht worden, was er sich vorgenommen hat. Und vor allem diese Spaltung zu überwinden, ist ihm nicht geglückt. Die ist während seiner Amtszeit sicherlich noch tiefer geworden. Schönen Dank. Ob Hillary Clinton nun Präsidentschaftskandidatin wird, das werden wir Ende des Monats erfahren. Matthias Pfiffger, schönen Dank, dass Sie heute Abend bei uns hier im Studio waren. Gerne. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, das war einmal. Wenn Sie jetzt noch Fragen an unseren Studiogast haben, liebe Zuschauer, dann klicken Sie sich doch jetzt in den Makroblog. Dort steht Ihnen Professor Pfiffger noch eine Weile zur Verfügung, liebe Zuschauer. Sie werden es verfolgt haben. Während unserer Sendung ereignen sich dramatische Szenen in München. Mein aktueller Stand ist, es gibt 6 Tote zu beklagen in München. Alles Weitere werden Sie von meinen Kollegen in der ZIP 2 erfahren. Trotzdem noch einen schönen Abend. Bleiben Sie uns gewogen. Tschüss und auf Wiedersehen. Donald Trump glaubt, dass er genetisch überlegen ist. Er hat das oft gesagt, mir auch erzählt. Führungskraft sei angeboren, Talent sei genetisch bedingt. Sein Sohn hat mir gesagt, seine Familie glaube an die Rennpferdtheorie menschlicher Entwicklung. Sie glauben, dass wenn du eine hervorragende Frau mit einem herausragenden Mann kreuzt, dass daraus dann Superkinder geboren werden. Vielleicht gründet die Beziehung zwischen Trump und seinen Anhängern letztlich auf einigen Missverständnissen. Die allerdings könnten weitreichende Folgen haben. Lassen wir mal für ein paar Minuten Donald Trump zur Seite treten und nehmen an, Hillary Clinton würde US-Präsidentin. Das hieße im Klartext, dass sich über mehr als 3 Jahrzehnte 2 Familien die Macht im Staate teilen, nämlich Vater und Sohn Bush, sowie das Ehepaar Clinton, nur mit einer Unterbrechung der Amtszeit von Barack Obama. Ist das wirklich im Sinne einer Demokratie? Kein Wunder, dass viele Amerikaner eine solche Präsidentschaftskandidatin für vollkommen abgehoben halten. Johannes Hano über Hillary Clinton. Auch wenn die Bilder eine andere Sprache sprechen, sie ist neben Donald Trump die unbeliebteste Kandidatin für das Weiße Haus, die es jemals gegeben hat. In den letzten Umfragen gleichauf mit dem polternden rechtspopulistischen Immobilienmogul aus New York. Sie ist für knapp die Hälfte aller Amerikaner das Symbol für das, was schiefläuft in den USA. Symbol für ein korruptes politisches Establishment, das die Bürger aus den Augen verloren hat. Eine Stimmung, die Donald Trump ausnutzt, die er anheizt und weiter ausbaut.
Die andere Kandidatin, die im Rennen ist, hat ihr ganzes Leben darauf verwendet, Geld für Interessengruppen zu verdienen. Und ich sage euch, sie hat viel Geld für die verdient und hat sich dabei sehr viel Geld in die eigenen Taschen gesteckt. Hillary Clinton hat die Politik des persönlichen Profits und sogar des Diebstahls perfektioniert. Sie hat das Außenministerium wie ihren eigenen Hedgefonds geführt, mit Gefälligkeiten für Unterdrückerstaaten und vielen, vielen anderen, im Austausch für Cash. So einfach ist das. Seit mehr als 4 Jahrzehnten sind Hillary und ihr Mann Bill in der Welt des großen Immobiliengeschäfts. Das beeindruckt viele, heute wie damals. So einer wie er, das ist unser Adel. Er ist reich, er kann all das, was wir gerne täten, das ist doch aufregend. Ist doch besser, als sich jeden Tag zur Arbeit zu schleppen, wie wir. Die Tatsache, dass Trump gar nicht der ewige Gewinner ist, scheint dabei kaum eine Rolle zu spielen. Fehlinvestitionen in Spielcasinos und Hotels in Atlantic City führten ihn zu Beginn der 90er beinahe in den Bankrott. Etliche seiner Unternehmen wurden eben kein Erfolg. Trump Shuttle zum Beispiel, eine Luxusfluglinie. Gegen die Trump University klagen unter anderem Teilnehmer und der Generalstaatsanwalt von New York. Der Vorwurf: Betrug. Trotzdem gilt der Milliardär, bei dem darüber gestritten wird, wie hoch sein Vermögen nun wirklich ist, vielen als ausgewiesener Experte in Wirtschaftsfragen. Und für die US-Wirtschaft hat er klare Vorstellungen. Raus aus den globalisierten Strukturen, weg von Freihandel und Freizügigkeit. Wir können China nicht weiter erlauben, unser Land zu vergewaltigen und auszurauben. Das ist der größte Diebstahl in der Weltgeschichte. Viele Leute kriegen keine Jobs. Sie kriegen keine Jobs, weil da keine Jobs sind. Weil China unsere Jobs hat und Mexiko hat unsere Jobs. Sie alle haben unsere Jobs. Seine Haltung bringt ihn an die Seite der Verlierer der Globalisierung. Und er stilisiert sich gerne zum Ankläger vermeintlich manipulativer Politeliten, die das Volk im Stich gelassen haben sollen. Ich werde euer Vorkämpfer sein. Ich werde Amerikas Vorkämpfer sein. Weil bei dieser Wahl geht es nicht um Republikaner oder Demokraten. Es geht darum, wer das Land regiert. Die politischen Lobbyisten oder das Volk. Und ich meine das amerikanische Volk. Er suggeriert besonders der vom Abstieg bedrohten weißen Mittelschicht, dass er ihr den amerikanischen Traum zurückholt. Wer mit ihm ist, kann wieder zu den Gewinnern gehören. Einen weniger volkstümlich eingestellten Donald Trump beschreibt sein Biograf Michael D'Antonio. Politischen Geschäft. Und es gab immer nur ein Ziel für beide. Ganz nach oben, ins Weiße Haus. Wer dabei hin will, braucht Geld, viel Geld. Denn Wahlkämpfe werden in den USA fast ausschließlich privat finanziert. Und im Geldsammeln sind die Clintons eine Liga für sich. Tom Hamburger ist Journalist bei der Washington Post. Er und sein Team sind der Spur des Clinton-Geldes nachgegangen. Sie haben Geld gesammelt für ihre Wahlkämpfe, ihre persönlichen Anliegen und für sich ganz persönlich. In einem Ausmaß, das wir in der amerikanischen Geschichte in einer westlichen Demokratie überhaupt noch nie gesehen haben. In ihrem politischen Leben haben sie bis heute mehr als 3 Milliarden Dollar eingesammelt. Von Freunden und Leuten, die politische Interessen haben. Sie sind ein politisches, aber auch ein Fundraising-Team, wie es kein zweites gibt. $3 Milliarden. 1 Milliarde fließt direkt in die Wahlkämpfe der beiden, 2 Milliarden in die von ihnen gegründete Clinton-Stiftung. Angefangen hatte alles Anfang der 70er Jahre. Bill kandidiert für einen Sitz im US-Repräsentantenhaus, unterstützt von den Gewerkschaften. Er verliert. Aber die Clintons werden um eine Erfahrung reicher. Es ist ein einzigartiger politischer Instinkt. Bill Clinton hat aus dem verlorenen Wahlkampf in Arkansas gelernt, dass er nicht nur die Gewerkschaften, sondern auch die Business Community auf seiner Seite haben muss, wenn er gewinnen will. Er musste eine Strategie entwickeln, Spenden von beiden Seiten zu bekommen. Und es funktioniert. Niemand spinnt ein größeres und einflussreicheres Spendennetzwerk als die Clintons. Bill Clinton wird erst Gouverneur von Arkansas, und schließlich Präsident.
Das Netzwerk reicht von Hollywood bis an die Wall Street, von den großen Gewerkschaften über Stars der Filmindustrie, Unternehmern und Hedgefondsmanagern wie Haim Saban oder George Soros. Besonders intensiv entwickeln sich die Verbindungen mit der New Yorker Finanzindustrie. Er entwickelt enge Beziehungen zur Wall Street, wird der demokratische Präsident mit den engsten Beziehungen zur Wall Street in unserer Geschichte. Er wird dort von Bob Rubin unterstützt, dem späteren Chef der Citibank, einer der größten Banken in den USA. Willkommen zu Makro, liebe Zuschauer. Tja, München hält den Atem an, weshalb unsere Sendung heute später beginnt als geplant. Über die dramatischen Geschehnisse werden Sie meine Kollegen in der ZIP 2 weiter auf dem Laufenden halten. Denn wir wollen heute in unserem Wirtschaftsmagazin Makro auf die USA schauen in der kommenden halben Stunde. Liebe Zuschauer, auf ein Land, in dem nun ein Mann Präsident werden will, der einen Keil treibt zwischen Menschen verschiedener Hautfarben und verschiedener Einkommensklassen. Und das tut er ausgerechnet zu einer Zeit, in der ohnehin die Wut regiert. Schwarze gegen Weiße und Weiße gegen Schwarze. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist gespalten wie nie zuvor. Geringverdiener gegen Wohlhabende, Einheimische gegen Zuwanderer. Und nun also Donald Trump. Nadja Kaltwasser über den frisch gekürten Präsidentschaftskandidaten. Friends, Freunde, Delegierte und Amerikaner, demütig und dankbar akzeptiere ich Ihre Nominierung für die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten. Jetzt ist er es also, der Kandidat der Republikaner. Wie es so weit kommen konnte, ist bis heute für viele unbegreiflich. Der Parteitag hatte noch einmal den Widerstand in den eigenen Reihen verdeutlicht. Die Mehrheit der Delegierten aber will den politischen Newcomer Trump. Bei seinem Durchmarsch nach oben hat einst Donald Trump ganz offensichtlich geholfen. Die Amerikaner meinen ihn gut zu kennen und das schon seit langem, seit Generationen gewissermaßen. Bereits in den 80er und 90er Jahren verkörperte der Bau- und Partylöwe Attribute, die in Amerika einen hohen Stellenwert haben. Der Millionenerbe gilt als Macher, als Gewinner, ganz oben angekommen. Rubin wird sein Wirtschaftsberater und Finanzminister und spielt eine wichtige Rolle bei der Formulierung der Wirtschaftspolitik der USA. Economic Advisor, Treasury Secretary, played a very important role in setting economic policy in the United States. Als Hillary im Jahr 2000 in New York für einen Sitz im US-Senat kandidiert, zählt Wall Street zu ihren größten Spendern. Kaum gewählt, unterstützt sie eine Gesetzesinitiative, die Verbraucherrechte schwächt und die der Finanzindustrie stärkt. Ein Gesetz, das sie zuvor noch abgelehnt hatte. Ihre engen Beziehungen zum Spendennetzwerk rufen immer größeres Misstrauen hervor, was sich noch verstärkt, als sie schließlich Außenministerin wird. Beide Clintons haben diese milliardenschwere Stiftung, von der Hillary ein Teil bleibt, als sie Außenministerin wird, während ihr Mann das Geld hereinholt. 20% der Spender kommen aus dem Ausland, darunter Scheiche aus dem Mittleren Osten, Öl- und Baufirmen aus Asien und Zentralasien und der ehemaligen Sowjetunion. Und sie spenden an die Stiftung der Frau, die zuständig ist für unsere Außenpolitik. Secretary of State of the United States was associated, the person in charge of our foreign policy. Ladies and gentlemen, I'm very happy to introduce Hillary Rodham Clinton. Nach ihrem Ausscheiden aus dem Außenministerium bessert sie ihr Einkommen mit Reden bei Unternehmen und Banken auf, wie hier bei Goldman Sachs. Mehrere hunderttausend Dollar kassiert sie pro Rede. Und nebenbei baut sie ihr Spendennetzwerk auf eine Weise aus, die alles Dagewesene in den Schatten stellt. Über die Jahre haben die Clintons bis jetzt 1 Milliarde an Spenden für ihre Wahlkämpfe eingeworben. Wohl gesagt, über Jahrzehnte. Aber jetzt werden Hillary und ihre Wahlkampforganisationen alleine für diesen Wahlkampf 1 Milliarde Dollar an Spenden einnehmen. 1 Milliarde Dollar, um Präsidentin zu werden.
Sie sei die korrupteste Politikerin aller Zeiten, sagt Donald Trump über Hillary Clinton. Aber auch er wird wohl 1 Milliarde ausgeben. Auch die Republikaner haben ein Spendennetzwerk aufgebaut, hinter dem mächtige Interessengruppen und Milliardäre stehen. Und man muss schon sehr naiv sein, um zu glauben, dass so viel Geld für nichts fließt. Auf beiden Seiten. Die USA sind eines der reichsten Länder der Welt. Und da ist es wohl auch nicht weiter verwunderlich, dass es den Amerikanern auf den ersten Blick gar nicht schlecht geht.